Und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Im Moment sieht es ganz schlecht für den Dü aus hier in Bockland. Bockland ist das nicht. Das ist Dunland, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall sieht es so aus, als könnte ich mein Gebiet verteidigen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir werden sehen. Ich mute mich mal. Ja, okay, der Black hat natürlich auf jeden Fall recht. Es sieht noch nicht ganz so gut aus, aber schauen wir mal, ob wir das vielleicht noch verteidigt bekommen. Das ist auf jeden Fall der Black in einer starken Offensive. So, unsere Reiter kommen auch gerade. Wir kommen aus Bruchtal. Drängt sich zurück. Wir müssen ihn standhalten. Sie greifen einmal nach. Ja, da kommt der nächste Malorenbaum. Die Festung hat es auch schon zerlegt. Wo sollen wir bauen? Natürlich nicht gerade einfach jetzt hier irgendwas zu machen. Baut dieses Land auf. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir kommen aus Bruchtal. Schön, dich zu treffen. Wir müssen das Land verteidigen. So, jetzt müssen wir hier nochmal drauf. Baumaterial. Nein. Baumaterial ist unterwegs. Okay, gut, der Grabunhalt war natürlich ziemlich heftig. Der Held geht mir auf jeden Fall ein bisschen auf den Sack. Machen wir mal erstmal dieses gleißende Licht hier, damit wir da erstmal ein bisschen Entlastung bekommen. Toll. Meine Pferde rennen natürlich aber auch immer ständig dort rein, ne? Muss man auch so sehen. Schwer. Da kommen natürlich jetzt gerade die nächsten Wellen. Mir gehen aber langsam aber sicher auch die Ressourcen halt aus. Wir bringen schwierige Beute aus Midlond. Das Böse kommt über uns. Wir kommen aus Bruchtal. Ja gut, ich denke, ich habe zumindest das Nötigste aus diesem Gebiet vielleicht auch rausgeholt noch. Ja, der Black konnte natürlich dann auf der seiner Seite gut ausbauen sich. Diese drei Einheiten waren natürlich ziemlich stark. Ich habe viele Fehler gemacht. Jetzt hier so allein vom Aufbau her. Gut, jetzt kann ich hier nochmal meine Adler rufen. Damit die sich halt nochmal ein bisschen was holen. Ja gut, ich denke, damit kann ich zumindest schon mal ein bisschen Entlastung noch für... Zumindest für ein bisschen Entlastung noch sorgen. Na gut, wir haben leider keine Produktion mehr. Gut, die Adler sind natürlich ziemlich gut. Oh, da haben wir noch mal was. Wir haben noch viel zu tun. Ich glaube, die Schmiede hatte er bisher noch nicht gehabt. Ja. Okay, ich denke, damit konnten wir zumindest erstmal für ein bisschen Entlastung sorgen. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie lange diese Entlastung halt so anhalten wird. Das ist jetzt natürlich die Frage.
Okay, hier haben wir auf jeden Fall erstmal einen End, haben wir erstmal. Zweiter End haben wir auch. Wir hatten hier alles darauf uns eingerichtet eigentlich. Naja. Lange sind sie nicht mehr da. Die Kaserne ist fertig. Okay, so Kaserne hätten wir fertig. So, das heißt, wir fangen erstmal an. Zwei Bogenschützen. Bauen hier oben direkt an die nächste Kaserne hin. Wir müssen uns überall umsehen. Okay. Ja, ein bisschen ruhiger ist es jetzt auf jeden Fall erstmal. Also den Angriff konnten wir erstmal zurückwerfen. Der Feind rückt vor. So, da kommt er jetzt hier mit seinen... okay. Sie wollen unser Gebäude erobern. Bogenschützen Loriens, macht euch bereit. Okay, er wird jetzt erstmal nur das Gebäude sich nehmen. Wir haben eine Kaserne errichtet. Okay. Und wir bauen direkt noch eine Kaserne. Rüsten die hier mal aus. Haben wir hier Lanzenträger? Haben wir, brauchen wir hier zwei Soldaten erstmal. Okay. Damit wir so die gängigsten Sachen erstmal haben wieder. So, Feind ist nah. Das war mir klar. Ja, die Rohstoffe werden attackiert. Ah ja, da hat definitiv auch zwei Helden nochmal gebaut. Okay, gut, dann müssen wir erstmal zurück. Ziehen wir uns erstmal mit unseren Einheiten hier zurück, die wir hier noch so haben. Ah, hier ist der Baumeister, hier ist der Baumeister. Das ist mein letzter Baumeister. Wo sollen wir bauen? Lasst sie nicht durch! So, es ist natürlich schwierig. Er kommt jetzt natürlich hier und kontert mich natürlich aus, soweit wie es für ihn natürlich geht. Wir haben noch viel zu tun. Werkzeuge bereit. So, können wir hier mal noch ein Ding ins Bauen, aber. Lasst sie nicht durch! Unsere letzte Einheit sozusagen erstmal. Die wir haben. Ja, gerade kommen hier natürlich nochmal welche. Das Böse kommt über uns. Ja, wie gesagt, wir haben die Fähigkeitspunkte haben wir auf jeden Fall geholt. Dieser Angriff wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein werden. Er hat natürlich viel zu viele Rohstoffe dann auf der anderen Seite auch und kommt auch gerade nicht wirklich raus. Der rennt direkt rein, ne? Muss ja aber auch irgendwo raus, halt erstmal. Die Helden sind ziemlich stark, muss ich sagen. Ich habe meine Helden leider verdattelt. Ein bisschen. Ja, okay, gut. Ich denke, das ist jetzt useless, da jetzt noch viel zu machen jetzt hier. Wir geben hier einfach mal auf. Okay, ich habe mal die Runde aufgegeben. Ne, ja, weil es dann... wolltest dich nicht mehr verstecken. Hä? Nee, jetzt diese Folge nicht. Okay. Ja, okay, gut. Ja, ich habe es geschafft, mich zu erwehren. Ja, war natürlich... finde ich gut. Ja, war auch zeitweise knapp gewesen. Ein paar Fehler habe ich gemacht, ne, aber... Ja, wer hat die nicht. Nix, ne? Genau, okay. Okay, ich habe ja noch gleich den nächsten Angriff laufen. Da habe ich ja meine nächste Chance sozusagen. Mal schauen, wie es da aussieht. Tatsächlich? Du hast noch einen Angriff? Ja, ich habe noch einen Angriff. Ich dachte, es wären nur zwei Schlachten gewesen. Nee, es sind drei. Ach, da unten. Da alles unten klar. Ist noch eine. Ja. Oh je, das war fast klar. ja, richtig, du musstest dort unten irgendwas machen, deswegen hast du dort aufgesplittet, ne? Da standen, glaube ich, vorher stand da etwas mehr drin. Ne? Ja, genau. Und etwas aber nur. Ja. Aber ich hätte es mir eigentlich denken können, ist ja, sagen wir mal, das wichtige Gebiet. Das aber ist das wichtigere das Gebiet, ja, aber du hättest natürlich auch spekulieren können, ja gut, wenn ich jetzt nicht dorthin ziehe, dann kommt er da und überrennt mich einfach. Ja, schwierig, muss man so sagen. In der Tat. So, na gut, ich würde sagen, bevor wir drum rumreden, starten wir das Teil. Genau. Let's start. Wie klingt denn das? Let's start. Muss man noch einen Schluck aus der Pulle nehmen. Ja, die Toten sind wir mal wieder. Da hatten wir ja schon einige Schlachten drin geschlagen. Ja, aber stimmt. Es ist ja auch ein sehr wichtiges Gebiet.
Muss man ja sagen. Es ist so der Übergang zu deinem und meinem Gebiet, ne? Naja, und es ist halt ein Gebiet, was 10 Fähigkeitspunkte sind. 5, glaube ich, oder? Ah ne, 10. 10 dachte ich. 10, stimmt, 10. Jawohl. Das sind nicht wenig, muss man sagen. Und man kann es sich auf jeden Fall, oder muss es sich auf jeden Fall leisten. So. Und ich mute mich. So, ich mute mich auch dann mal, ne? So, wir fangen jetzt erstmal wirklich ganz normal mit einer Festung an. Hier wird nicht viel passieren. Erstmal am Start. Ich weiß jetzt nicht, die Ends fand ich teilweise dann nicht mehr ganz so stark. Wenn wir da diesmal wirklich mal auf Sandfackel oder so gehen. Nee, warte mal, wir machen das anders. Wir müssen schon ganz, wir machen ganz normal, wie immer. Es nützt ja wirklich nichts. Ich werde unser Volk beschützen. So, ich werde versuchen, mit meinen 3 Reiterbataillons ihn irgendwo anzugreifen. Schauen wir mal, wir lassen den Rest, lassen wir einfach mal so zu Hause jetzt hier. Gut, genau, so. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier hinten haben wir eine Dingens auf jeden Fall erstmal. Ich bringe das Baumaterial. Ich werde euch gut führen. Bogenschützen aus Düsterwein, Bogenschützen. Sammelt euch, Lanzenträger. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Grabunholde, die nehmen wir mal nicht mit. Kommt hierher. Vorwärts. Der Feind hat hier sein Lager aufgeschlagen. Okay, ja, da auf jeden Fall schon mal eine Festung stehen. Ah ja, das ist ja sowieso seine Standardfestung. Ein neues Gebäude. Wo sollen wir bauen? Es wird Zeit, etwas zu bauen. So, seine Festung hat er ja ganz normal dort stehen. Das ist natürlich ganz normal. Das ist. Hierher eben! Wir müssen Elrond beschützen. Ja! Hierher eben! Wir können ja hier zum Beispiel mindestens mal was hinstellen, um zu. Wo sind ihre Gebäude? Wo sind ihre Gebäude? Ah, hier sind noch ein paar Grabunholde. Greift er schon wieder an, oder was? Ja, der greift schon wieder an. Eine große Dunkelheit. Wir müssen uns vom Feuer fernhalten. Sie sind durchgebrochen. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Ja, was macht denn der Baumeister hier, ey? Oh, das ist doch schon wieder Fail, ey. Sie greifen wieder an. Lanzenträger, komm schon. Hier entlang, Lanzenträger. Greift sie zurück. Sammelt euch, Lanzenträger. Haben die jetzt den Grabunhold hier platt gemacht? Oh, ich habe keinen Überblick darüber, was die hier machen. Muss ich echt sagen. Was machen die denn hier? Was machen die hier? Wir müssen unsere Präsenz hier verstärken. Wir müssen das Land verteidigen. Schwere bereit. Wir haben eine neue Festung. Okay, Festung haben wir jetzt schon mal. So, okay, gut. Weiter geht's. Baumaterial ist unterwegs. Ich werde euch gut führen. Lanzenträger, die Gebäude des Feindes sind nah. Bringt sie zu Fall. Durchbohrt sie. So, jetzt haben wir aber jetzt wirklich hier, den holen wir uns jetzt diesmal wirklich, diesen scheiß Baumeister hier. Komm. Den holen wir uns. Nein, es hat nicht gereicht. Nicht ganz, aber leider knapp. Wir dürfen nicht scheitern. Zurück, Rückzug. Speere bereit. Sammelt euch, Lanzenträger. Okay, gut, das haben wir uns geholt. Okay, ja, dann natürlich seine Lanzenträger wieder einmal. Wir haben noch viel zu tun. Baut dieses Land auf. Ich bringe das. So, dann holen wir uns jetzt hier zum ersten Mal unsere ersten Einheiten hier. Nieder mit ihnen! Liegt alles in Trümmer! Säubert das Land! So, okay, gut, unser Held ist natürlich hier. Ne, hier haben wir gar keinen Held mehr. Gerade aktuell. Oha, der hat ja ganz schön viel schon. Der hat ja hier ganz schön viel schon. Da müssen wir mal wieder weggehen hier. Das Gebäude ist fertig. Kommt schon! Wo sollen wir bauen? Baumaterial. So, müssen wir mal gucken, wo wir hier was bauen können. Bauen wir hier hinten mal was dafür. Okay, gut. Kaserne haben wir fertig. Das heißt 1-2 davon. Dann bauen wir auf jeden Fall noch ein paar Reiter. Vortrefflicher Bauplatz. Wir müssen den Black auf jeden Fall mal irgendwie so ziemlich eindämmen, dass er hier erstmal nichts, nicht viel machen kann. Mit dem, was er hier so stehen hat. Okay, ja, hier bauen wir gerade noch. Das ist gut. Eine große Dunkelheit. Wäre bereit.
Hier entlang Lanzenträger. Lager aufgeschlagen. Ja! Hier entlang Lanzenträger. Kommt hierher. Wir haben das Gebäude fertig. Folge beenden, du? Was meinst du mit in der Folge und so? Ja, können wir gerne machen. Ah, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.